Hallo zusammen! Heute in unserem neuen Video geht es um meine Meinung zu Massimo. Und ihr habt schon oft danach gefragt, deswegen habe ich gesagt, gut, okay, es wird langsam an der Zeit, dass wir da mal ein Video zu abdrehen. Und was ich darüber denke und worum es da genau geht, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Marke Massimo, wie ihr bereits im Titel schon lesen konntet. Was ich wirklich ganz toll finde, das ist ja immer so, oftmals gibt es Probleme und dann muss man dafür eine Lösung finden. Und genauso ist es eben bei Massimo der Fall. Auf der Internetseite kann man das wirklich ganz schön nachlesen. Da ging es darum, da hat der Besitzer eines Pferdes eben keinen passenden Sattel gefunden, weil das Pferd mit seinen guten 800 Kilo, wenn ich das richtig gelesen habe, ja, 800 Kilo Kugelmasse, so wie es schön beschrieben ist, wirklich Probleme gehabt, einen passenden Sattel zu finden. Daher kam dann die Idee, sich einen machen zu lassen mit einer extra breiten Kammer, um auch wirklich sein Pferd ordentlich besatteln zu können. Nachdem das wirklich gut funktioniert hat, wurde dann einfach aus der Idee heraus eben eine Marke gegründet, was ich persönlich immer super gut finde, denn nicht einfach was gemacht, weil man irgendwo mitschwimmen möchte, sondern ein Problem. Es gab ein Problem, es wurde nach einer Lösung gesucht, die Lösung wurde gefunden und was dabei rauskam, ist Massimo. Vielen von euch ist es bestimmt ein Begriff. Denen es noch kein Begriff ist, wünsche ich euch jetzt schon mal ganz viel Spaß, denn es ist eigentlich wirklich sehr interessant. Was zeichnet Massimo aus? Also wenn ihr Massimo hört oder Massimo denkt, denkt ihr erstmal an breite Sättel. Was ja auch wirklich richtig ist und was auch vollkommen richtig ist. Aber es gibt die Sättel nicht nur in super extra breit, sondern die gibt es auch mittlerweile für normale, schmälere Pferde so, dass man wirklich sagen kann, man kann mit den Sätteln wirklich ein breites Band abdecken. Wir schwenken direkt einmal um, gucken mal auf die Internetseite. So, was interessiert uns denn hier am meisten? Wir fangen mit den Dressursätteln einmal an. Also, wir sehen, wir haben hier den Worker, Dressur 1, Dressur 2, Dressur 2 mit französischen Kissen, Dressur 2 exklusiv, Basso und den DS Connect. Sagen wir gucken, gut, der Worker ist für mich per se jetzt weniger interessant. Wir gucken uns den aber trotzdem mal mit an. Gucken wir mal, was man hier so machen kann. Ich laufe wahrscheinlich die einzelnen Bilder durch. Genau. Wie wir auch sehen hier vorne, schön mit Klettpausche, finde ich persönlich immer sehr gut, weil man einfach ein bisschen flexibler ist, ein bisschen individueller und nicht so stark gebunden. Jetzt gucken wir, was hier noch steht. Unser jüngstes Sattelmodell. Ein Sattel für die Ansprüche von Reitern in der Working Equitation und Barockreiterei. Und genau das ist er auch. Nicht mehr und nicht weniger. Was ich wirklich echt schön finde, eben wie beschrieben, die breiten Kammerweiden, die reichen hier von 27 bis 42. Und 42 ist schon super, super, super ultra breit. Na genau, man kann auch den Sattel individualisieren gegen Aufpreis, das ist ganz klar. Aber erstmal hat man hier wirklich einen guten, einfachen, schlichten Working Equitation Sattel. Dann gucken wir aber nochmal weiter. Den Dressur 1. Genau. Hier sieht man schon, man hat hier wirklich, sieht jetzt erstmal einen ganz normalen Sattel aus. Nichts, ich sag mal auf den ersten Blick nichts Besonderes. Aber auch hier wieder reichen die Kammerweiden von 27 bis 42, 17, 17,5 und 18 Zoll als Sitzgrößen. Das sind so die Standardgrößen einmal abgedeckt. Schön wäre, wenn es noch 16,5 geben würde, gerade für die etwas kleineren, weil es auch bei Ponys ja wirklich oft ein Problem ist. Genau. Und eben mit Keilkissen. Sprich, hier hinten ist eine Naht drin und da ist quasi nochmal dieses Dreieck hier, wird, also ist der Kissenkeil. Was ich auch dazu sagen kann, also ich habe das jetzt schon oft gesehen, den anderen, den Dressur 2, wo wir gleich drauf kriegen, der hat meines Erachtens oder so wie ich das sehe einen anderen Baum drin. Der hier ist in der Taillierung noch relativ schmal. Wenn man jetzt wirklich ein Pferd hat, das nicht nur hier vorne super breit und super rund ist, sondern auch gerade am auslaufenden Widerriss, so wie die modernen Sportpferde immer weiter, also der Trend der modernen Sportpferde geht ja immer weiter dazu, flacher, also etwas flacherer Widerriss. Breit auslaufender Widerriss sind dann halt hier super breit. Und da hatte ich schon wirklich Fälle, da war auch so ein Sattel nicht breit genug. Eben auch der Dressur 1. Wenn man jetzt aber mal auf den Dressur 2 guckt, der ist schon flacher hier vorne. Ne? Also der ist nicht mehr ganz so schmal tailliert. Der wird auch hier schon ein bisschen breiter. Da sieht das Ganze dann schon ein bisschen besser aus. Und genau wie wir hier sehen, den gibt es auch eben ab 16,5 Zoll. Mal gucken, gibt es noch andere Bilder? Ich glaube, beim PDF ist noch was drin. Nein, leider nicht. Es gibt keine anderen Bilder dazu, aber hier sieht man den nochmal von der Seitenansicht.
Na, das sieht dann schon gar nicht mal so verkehrt aus. Was wir aber haben, ist zwischen tiefster Punkt, dort wo der Reiter gesetzt wird, und Auflage beim Pferd, ist relativ viel Weg dazwischen. Hier hätte ich es manchmal ganz schön gefunden, wenn man da noch ein bisschen weniger hätte, was jetzt aber nicht schlimm ist. Also das ist absolut kein Nachteil in dem Fall. Jetzt gucken wir nochmal weiter. Sehen Sie das so, zwei mit französischen Kissen? Genau, hier haben wir eben ein französisches Kissen drunter. Dementsprechend ist das Kissen auch etwas dicker, aber ist halt nochmal kürzer. Was ich auch ganz cool finde bei Massimo, das war bei den anderen auch dabei, hier hat man die Möglichkeit, die Kissen mit einer verschiedenen Auflagenlänge zu kriegen. So. Preise stehen hier auch immer dabei, finde ich auch ganz nett, wenn es auch alles direkt ausgewiesen ist. Kommt hinterher keine böse Überraschung mehr. Und auch hier wieder Kammerweite bis 42. Guter Dressur, zwar exklusiv, ist das gleiche, nochmal ein bisschen aufgepeppt mit einem dublierten Leder. Oben an kleiner Satteltasche und am Sattelblatt und einer Verstärkung hier unten drin. Das ist wirklich alles ganz cool. Na, hier haben wir wieder nur auf 17 Zoll, was jetzt aber nicht so schlimm ist. Wir haben ja bei dem Dressur 2 mit französischen Kissen, wie wir gesehen haben, gibt es ihn auch mit 16,5 Zoll. Den Basso, den hatte ich generell noch nie wirklich in den Händen, soweit ich weiß. Ja, der hat ein noch dickeres Kissen. Ich finde ja immer, bei Pferden, die wirklich rund und wirklich breit sind, braucht man... Ah, okay. Kurzer Fehler meinerseits. Der Basso ist für Ponys gedacht. Cool. Also das finde ich wirklich gut. Hier haben wir jetzt einen Sattel in 14, 15 und 16 Zoll. Das ist cool. Also das, muss ich wirklich sagen, finde ich gut. Auch mit abnehmbaren Klettpauschen. Super. Also das ist cool. Schön wäre nur, wenn das Kissen ein bisschen flacher wäre, wobei man das durch die Polsterung ein bisschen beeinflussen kann. Aber auch hier sieht man, der geht vorne nicht zu steil nach oben, sondern ist hier wirklich flach und breit gehalten und macht auch alles in allem erstmal sehr vernünftigen Eindruck. Ja, also sieht ganz cool aus. Die Innenseite wirkt so ein bisschen oldschool, was jetzt aber auch nicht schlimm ist. Ich persönlich bin ja immer so ein Freund von modernen Internetseiten, wie wir es auch bei anderen Marken schon gesehen haben, aber das hat ja mit dem Produkt an sich nichts zu tun. Aber hier würde frischer Wind auch mal ganz gut tun. Das ist nur mal so am Rande erwähnt. Dann haben wir noch den DS Connect. Also, wie man hier sieht, hier haben wir einen Sattel, der deutlich flacher ist im Sitz. Es sieht mir fast so ein bisschen aus wie ein Springsitz. Man hat hier wirklich einen Sattelbaum gewählt, der deutlich flacher ist hinten als der Rest. Einfach für die Leute, die so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit haben möchten und die das nicht leiden können, wenn das hinten etwas höher geschnitten ist. Gibt es ja auch noch genug von denen, oder von denen hört sich so ein bisschen abwertend an, gibt es auch noch genug von den Reitern, die das einfach nicht möchten. Und da hat man sich eben ganz klar hier entschieden, auch noch ein Modell zu machen. Ist ein bisschen teurer im Preis, wahrscheinlich, weil er einfach nicht ganz so oft gekauft wird wie die anderen. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass es auch hier einen Käuferkreis geben wird, der froh ist darüber, dass es so einen Sattel gibt und dass der angeboten wird. Auch hier sind die Pauschen wieder klettbar. Wir haben wieder verschiedene Kissenauflagen, Flächen von der Länge her. Wir haben verschiedene Sitzgrößen von 17, 17,5 bis 18, Kammerweite von 27 bis 42. Ich persönlich habe den Sattel jetzt noch nicht gesehen bei einem Kunden, kann daher nicht so viel zu sagen. Aber ich würde mal sagen, auch wenn ich mir die Kissen und so anschaue, wird er ähnlich wie die anderen Massimos auch funktionieren. Also sollte jetzt weder viel besser noch schlechter werden. Dann gucken wir uns mal die Springsattel an. Dann haben wir einmal den Springen 2. Springen 1 ist wahrscheinlich schon zu alt, ist aus dem Rennen. Dann haben wir in 16,5 bis 18. Gut gelöst, haben wir auch wirklich in der kleinen Sitzgröße für die kleineren unter uns. Und dann haben wir hier den Saltatore, den gibt es auch nur in einer Auflagenlänge, in einer Sitzgröße, aber auch in verschiedenen Kammerweiten. Und wenn Sie mal angucken, ich würde mal sagen, der ist ein bisschen tiefer vom Sitz. Ja, wobei, nee, das täuscht. Das könnte sogar der gleiche Sattelbaum sein, der drin steckt. Auch hier sieht man schon, ist ein wirklich schön breiter Sattel, vorne mit Klettpauschen, hinten auch mit Klettpauschen. Hat der andere Springsattel auch. Bei dem Pull-Up-Leder ist das so. Das hat halt, man kann es auch als Vintage-Leder bezeichnen. Das hat halt super schnell diesen Used-Look. Ich persönlich mag das super gerne. Man muss es halt mögen. Ne? Man sieht es auch hier hinten, wo das zusammengenäht ist, ist es so ein bisschen heller an der Stelle und dementsprechend wird das auch bei Gebrauch etwas heller werden. Das ist aber, wie auch hier steht, das ist gewollt und stellt auch keinen Qualitätsmangel dar. Ja. Sieht gut aus, gerade dieses Leder hier vorne, dieses
dunklere, leicht rötliche. Ich mag es super gerne, aber auch sowas muss man mögen. Dann gehen wir mal zu den Vielseitigkeitssätteln. Hier haben wir jetzt vier Stück. Einmal den Vielseitigkeit mit französischen Kissen, den Sonne 2 und den Sonne 2 mit französischen Kissen. Jetzt gucken wir uns mal den hier an. Ja, sieht aus wie ein ganz normaler Vielseitigkeitssattel. Also sieht jetzt hier nicht extra breit tailliert aus, sondern sieht normal aus. Aber auch diesen Sattel gibt es wirklich bis zu einer sehr breiten Kammer, also auch bis zur Kammerweite 42. Gibt es auch ab 16,5 und auch mit verschiedenen Auflagelängen. So, jetzt kommen wir zu dem Sonne 2, meinem kleinen Liebling in dieser Runde hier bei Massimo, wenn man das mal so sagen kann. Denn da gibt es eine ganz nette Geschichte dazu. Ich war bei einer Kundin von mir und wir haben keinen Sattel gefunden. Und wir hatten auch den Massimo schon mal draufgelegt und haben gesagt, hier komm, wir gucken mal, ob wir vielleicht noch was anderes finden, weil die Kundin gerne schnell einen Sattel gehabt hätte und bei Massimo hätten wir den bestellen müssen. Also gesagt, getan, wir haben nach Sattel geguckt, nichts hat gepasst. Wir haben ein neues Date ausgemacht, wir haben uns nochmal getroffen, wieder geguckt, nichts hat gepasst. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, komm, hol nochmal der Massimo, wir gucken uns das nochmal an, weil der Massimo nämlich für ein anderes Pferd war und auch dort angepasst war. Wir haben den draufgelegt und es hat wirklich super gut geklappt und man hätte gesagt, okay, hier und da noch eine kleine Änderung vorgenommen und dann wäre wirklich alles taco. Also, gesagt, getan, wir haben den Sattel bestellt, die Kundin ist auch reitet immer noch mit dem Sattel, Kunde ist auch immer noch happy, soweit ich weiß, und es funktioniert alles wirklich super gut. Und das Problem war wirklich einfach, kleines, rundes, dickes Pferd, hat nichts gepasst, nichts ist liegen geblieben, auch die Sättel, die wirklich schon sehr breit sind, hat man dann das Problem, dass sie ja teilweise dann wirklich zu lang waren von der Auflagefläche. Und da haben wir hier mit diesem Massimo Sonne 2 wirklich einen Glücksgriff gemacht, beziehungsweise die Kunden, denn das funktioniert halt immer noch sehr, sehr gut und klappt total problemlos. Also das ist wirklich in diesem Fall sehr gut gelaufen. Dann gucken wir nochmal, genau, der Sitz ist extra weich und kann somit auch auf längeren, Der Sitz ist extra weich und somit auch auf längeren Ritten bequem, genau. Dann haben wir noch den Wandern und Wandern mit französischen Kissen. Den gucken wir uns auch noch mal kurz an. Das ist so ein typischer Wanderreitsattel, wie man ihn kennt, eben an diesem abgesteppten Sitz. Ist halt für noch mehr Komfort gedacht, dass quasi über den normalen Sattelbaum noch mal so ein abgepolsterter Sitz drüber gelegt ist. Man hat ein bisschen weniger Gefühl nach unten, also zum Dressurreiten. Geht mit Sicherheit auch, ist es aber, ja, ich glaube, es ist nicht die erste Wahl vieler Reiter. Dementsprechend ist sowas auch ganz klar nur bei Wanderreitsätteln, dass das aufkommt. Was man hier auch ganz schön sieht, es gibt 17,5 und 18,5. Und ganz klar muss man sagen, diese 18,5 Zoll, die sind einfach nicht Standard und man kriegt die bei kaum irgendeinem Hersteller noch. Das bieten ganz wenige Sättel jenseits der 18 Zoll an. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass es gerade hier bei Massimo eben so angeboten wird. Ist eine coole Sache. Gucken wir uns nochmal den Tölzattel an. Ja, ganz normaler Tölzattel mit französischen Kissen. Nichts special jetzt an dem Sattel. Gibt es auch in zwei verschiedenen Auflagelängen und 16,5 und 17,5. Wieso ist es kein 17 und 18 gibt, weiß ich nicht. Es wird bestimmt einen Grund dafür geben, der sich mir jetzt gerade nicht so ganz erschließt. Aber gut, ist wie es ist. Ne? Und dann haben wir noch einen kleinen Ausreißer, denn all diese Sättel, also Dressur, Springen, VS, Wandern und Tölzattel wurden früher bei einer Firma in Argentinien gebaut. Diese gibt es jetzt nicht mehr, jetzt werden sie woanders hergestellt. Da werden aber auch alle Sättel dieser Firma werden jetzt woanders hergestellt. Und Massimo an sich hat ja keine eigene Fabrik. Also ich glaube, das kann man hier auch ganz gut rauslesen auf der Internetseite. Bei Ursprung fündig wurden wir in einer Sattlerei in Argentinien. Blum, 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 blum. Wie gesagt, die haben keine eigene Fertigung, die lassen die Sättel eben nach ihren Vorgaben bauen. Und das ist auch völlig legitim, also da spricht auch nichts dagegen. Nur, das wäre jetzt genauso, wie wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich habe eine Idee, ich möchte was bauen lassen und ich habe da für einen Hersteller gefunden, der mir das so baut, wie ich möchte. Dann kommt da mein Stempel und mein Name drauf, ist auch bei ganz vielen anderen Sattelmarken so der Fall. Und dann ist das quasi meine eigene Sattelmarke, die da gebaut wird. Auch wenn ich halt keine eigene Fertigung in dem Sinne habe, sondern einfach nur die Sachen im Auftrag gebe. Das ist jetzt komplett wertfrei. Also es ist einfach nur so, dass die eben halt
ja, dass da halt keine eigene Fertigung dran steckt, was aber auch völlig legitim ist. Spricht ja nichts dagegen. Und dann haben wir aber noch einen kleinen Ausreißer. Das ist der MD Primo aus der M-Linie. Man sieht schon, das sieht alles ein bisschen ja, anders aus als der Rest. Liegt, wie gesagt, daran, dass der Sattel in England gebaut wird und nicht in dieser anderen Fertigung. Und da einfach so ein bisschen dieser typische englische Stil so ein bisschen mit Einzug erhält. Hier sieht man jetzt ein bisschen wenig von dem Sattel. Ich habe noch eine andere Seite gefunden. Und wie gesagt, auf der Seite hier sieht man schon ein bisschen mehr raus. Ist jetzt auch ein bisschen mehr über den Sattel geschrieben. Der sieht jetzt schon wirklich etwas schicker, etwas eleganter, etwas filigraner aus als die anderen Sättel. Schlägt aber leider Gottes mit einem sehr happigen Preis zu Buche, den ich auch wirklich saftig finde. Ich hatte den Sattel erst einmal in Händen. Wie gesagt, der Preis, der ist okay, aber er ist einfach im Vergleich zu den anderen Massimo-Sätteln ist er halt schon sehr teuer. Und dafür ist der Sattel jetzt in meinen Augen nicht special genug. Aber das einfach nur mal so am Rande. Aber ansonsten sieht er vom Sitz sehr gut aus, hat auch meines Erachtens, ich muss mal gucken, ob da was dabei steht. Genau, der hat auch Klettpauschen mit dran, der Sattel, so wie alle anderen Massimo-Sättel auch. Also es ist wirklich was, was ich sehr gut finde und was ich auch sehr schätze. Und bei Massimo ist es halt als Standard mit dabei. Mag nicht jeder sowas, manche Leute stören sich auch ein bisschen dran. Ich persönlich finde es aber sehr gut, weil man einfach etwas individueller quasi seine Pausche stecken kann, wie man das möchte. Alle Massimo-Sättel haben einen Holz-Federstahlbaum. Also nicht nur der Sattel hier aus England, sondern auch alle anderen Sättel und sind daher ja, bedingt einstellbar. Bei einem Holz-Federstahlbaum ist es nämlich immer das Problem. Wir haben in der Mitte ist der Sattelbaum, oben drüber haben wir quasi ein Kopfeisen und unten drunter haben wir ein Kopfeisen und die sind miteinander vernietet. So, wenn man den jetzt zu sehr ändert, ne, zu sehr enger oder weiter stellt, dann hat man das Problem, dass von unten zu dem Kopfeisen oben der Bereich des Shared einfach zu sehr, ne? Das verändert sich. Das obere biegt sich ja nicht genauso weit wie das untere oder umgekehrt. Wenn das untere 2 cm gemacht hat, dann hat das obere, sagen wir, vielleicht schon 2,5 cm gemacht. Und dann kann es passieren, dass diese Nieten, die hier rein genietet sind, um die Kopfeisen miteinander zu verbinden, dass die einfach wegplatzen und wegfliegen, weil einfach der Abstand zu groß wird von Niete zu Niete. Dessen muss man sich halt bewusst sein. Man kann die bedingt einstellen und anpassen, ja. Man kann die auch wirklich sehr weit biegen, das ist kein Problem. Aber dann ist die Gefahr einfach zu groß, dass die Nieten wegplatzen. Und deswegen, wir zum Beispiel, wir machen das nur in einem gewissen Toleranzbereich, wo man sagt, okay, so eine halbe Kammer weiter, maximal eine Kammer, das geht. Aber darüber hinaus würden wir einfach nicht empfehlen, weil die Gefahr zu groß ist, dass da was platzen kann. Das ist aber nicht nur bei Massimo so, das ist bei jedem Holzstahlfederbaum der Fall. Außer bei einer Marke, die haben da eben ein anderes Verfahren. Die haben auch einen Holzstahlfederbaum, die haben ein Langloch oben drin in den bei den Nieten und dadurch kann die Niete hat eben ein bisschen Spiel und kann ein bisschen arbeiten beziehungsweise kann ein bisschen mit nachrutschen und von daher ist das in dem Fall dann kein Problem mehr. Das ist aber auch die einzige Ausnahme, die ich kenne. Genau, jetzt sind wir mit den Sätteln soweit durch. Zubehör brauchen wir uns nicht weiter angucken. Das ist in dem Fall für diese Videoreihe hier nicht von Relevanz. Jetzt gibt es noch mein Fazit zu dem Ganzen. Grundsätzlich finde ich die Massimo-Sättel sehr gut. Ich finde auch wirklich, es ist immer gut, wenn eine Firma oder eine Marke ihre Kernkompetenz hat und auch wirklich darauf aufbaut. Man kriegt die Massimo-Sättel auch zwar schmäler, aber ich finde, man merkt schon ganz klar, wo hier die Stärken liegen und wo die Kompetenz hingeht oder die Kernkompetenz hingeht. Und das ist auch gut so. Es ist aber kein Garant dafür, wenn du jetzt ein breites Pferd hast, dass ein Massimo-Sattel immer auf dein Pferd passt. Also dessen musst du dir bewusst sein. Ich finde, man sollte, wenn man ein breites Pferd hat und auf der Suche nach einem Sattel ist, den Massimo auf jeden Fall mit in die engere Auswahl nehmen. Das ganz klar. Und sollte den Sattel auch ausprobieren und also mit einem Fachpersonal, also einem Sattler vor Ort, der Ahnung hat von dem, was er tut, sollte man sich das Ganze zusammen am Pferd anschauen und dann wirklich zu gucken, ob es wirklich der Massimo ist, der gut ist oder ob vielleicht auch ein anderer Sattel in Betracht kommt oder ein anderer Sattel besser ist. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn man ein breites Pferd hat, sollte man sich auf jeden Fall ein Massimo mal näher mit anschauen, denn es ist schon die Wahrscheinlichkeit groß, dass er passen könnte. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Wenn noch Fragen sind oder irgendwelche Anregungen, dann ist hier unten wie immer euer Platz.
tobt euch aus, schreibt alles, was ihr wollt. Ich lese mir alles gerne durch, gucke mir alles gerne an und soweit ich das kann, werde ich das Ganze auch noch beantworten, wenn hier in dem Video irgendwas gefehlt hat. Ich würde mich auch gerne freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn dadurch vergrößert ihr so ein bisschen unsere Reichweite. Habe ich jetzt in den letzten Videos auch schon ein paar Mal gesagt. Hat auch wirklich gut geklappt. Also ich habe gemerkt, ihr habt das gut angenommen. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Und ja, so können wir gut weiter wachsen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.